Volz, Herr Bender, es hat heute nicht gereicht. Die Enttäuschung groß? Ja, gut, Enttäuschung ist immer groß, wenn man ein Spiel verliert oder einen Aufstieg verpasst. Wir sind durch Glück in die letzten zwei Spiele reingerutscht, aber das Beste versucht. Nervosität war zu groß. Grabisch verdient aufgestiegen, muss man akzeptieren. Ja, Holger hat das richtig gesagt. Natürlich ist die Enttäuschung da. Ich habe das auch die Woche gesagt. Wir sind alle Fußballer, Sportler, haben den Ehrgeiz in uns. Wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir gewinnen. Wir haben einige Rückschläge wegstecken müssen und sind stolz, dass wir überhaupt noch die Relegation erreicht haben. Ich habe meiner Mannschaft mitgegeben, wir haben eine geile Saison gespielt. Wir hätten sie krönen können zu einer überragenden Saison. Aber wir müssen jetzt einfach das sacken lassen, trinken heute Abend ein Bier, feiern trotzdem ein bisschen mit unseren Fans, gehen nächste Woche auf Ausflug und dann greifen wir wieder noch von vorne an. Über weite Strecken sah es so aus, als ob euch irgendwie die Ideen fehlen. Ja, wir müssen einfach sehen, dass wir zentrale Spieler ersetzen mussten. Mit unserem Stammkeeper Marco Zimmermann im Tor, unser Herz der Mannschaft mit Robin Hartmann, der seit Wochen ausgefallen ist. Und ja, ich habe dann auch passen müssen jetzt die beiden Relegationsspiele. Und es sind dann einfach Dinge, die so eine junge Mannschaft nicht wegsteckt oder nicht so einfach wegstecken kann. Und wir haben gespielt mit drei A-Jugendspielern in der Startelf, mit einem, der das erste Jahr in den Senioren ist, mit drei Spielern, die das zweite Jahr in den Senioren ist. Die Jungs sind 19 bis 21, die haben noch alles vor sich. Dass die in so einem Spiel natürlich nervös sind und nicht die Leistung abrufen können, die sie schon gezeigt haben oder auch abrufen können, das ist logisch. Da machen wir den Jungs auch keinen Vorwurf. Die Achse war schwer zu ersetzen, aber wir arbeiten daran und wir geben den Jungs neue Aufgaben, neue Überlegungen, dann können sie reifen, können wachsen und dann können wir auch diese Idee, die wir mit Sicherheit in anderen Spielen oder in mehreren Spielen diese Saison schon gezeigt haben, auch wieder auf den Platz bekommen. Herr Volz, haben Sie heute mehr erwartet? Klar, mehr erwartet, ja. Wir gehen mit dem 0-0 aus dem Hinspiel. Für uns das optimale Ergebnis, zu Hause nicht zu verlieren. Letztes Jahr hatten wir das Glück, schon mal Relegation zu spielen. Da sind wir mit einem 2-Tore-Rückstand nach Wösslingen gefahren. Das war natürlich gleich von Anfang an schwer. Hier gehst du mit dem 0-0 her. Ziel war natürlich zu gewinnen. Mehr weniger. Dass es nach dem 1-0 und kurz vor der Halbzeit das 2-0 zur zweiten Halbzeit ganz schwer war, das war uns bewusst. Und nochmal, wie im ersten Statement schon gesagt, der FV Graber hat heute, war die bessere Mannschaft, die clevere Mannschaft, auch die erfahrene Mannschaft. Ich will jetzt hier zwar all das Schnitte nicht gegenüberstellen, aber ich schätze mal, dass wir, wenn wir so 5 Jahre locker dazwischen liegen und wenn wir in 5 Jahren soweit sind, dann will ich nicht wissen, wo wir dann spielen. Herr Bender, Herr Volz, wie geht's nächste Saison weiter? Können Sie da uns einen Ausblick geben? Wird man den Aufstieg wieder angreifen? Gut, das habe ich auch. Das habe ich auch vor Wochen bei der Frage nach dem Söllingen-Spiel beantwortet. Wir haben jetzt Platz 2 zweimal hintereinander erreicht, zweimal Relegation gespielt. Natürlich gehen wir in die nächste Saison rein und wollen auch wieder diese Ergebnisse bestätigen, diese Platzierung bestätigen. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln. Wir wollen den Jungs was mitgeben, was beibringen. Sie sollen reifen, sie sollen erwachsen werden. Wir haben die Relegation erreicht und das ist erstmal ein gutes Ergebnis und die nächste Saison, wir gehen mit dem gleichen Kader in die Runde, es bleiben alle da, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen, dass die Jungs auch mit mir und meinem Trainerkollegen zufrieden sind, dass sie mit dem, was wir machen und tun, auch weitermachen wollen und daher ist es einfach ganz klar, nächste Saison, ich habe es den Jungs auch gerade gesagt, man muss immer einmal mehr aufstehen, wie man hinfällt, jetzt sind wir ein paar Mal hingefallen, aber ich verspreche, wir stehen noch wieder auf. Herr Volz, was haben Sie mit der Mannschaft nächste Saison vor? Wollen Sie dem noch was hinzufügen? Nee, ich denke, Manuel hat alles gesagt. Für uns wichtig als Verein ist, wenn man sagen kann, man hat in wenigen Gesprächen der komplette Kader für die neue Runde verlängert. Das zeigt eigentlich, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man ein gutes Trainerteam hat, dass das Umfeld stimmt und das ist unser Ziel. Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, in 3-4 Jahren vielleicht mehr oder weniger eine gestandene Kreisligamannschaft in Krötzingen zu haben, mit unserem Trainerteam, mit unseren Jungs, wo wir jetzt hier heute aufs Spielfeld gesetzt haben. Auch wenn der ein oder andere etwas nervös war und vielleicht heute nicht die Leistung gezeigt hat, aber mit Sicherheit werden die Spieler, die heute gespielt haben, noch für Furore sorgen können. Herr Volz, Herr Bender, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und alles Gute für die nächste Saison. Dankeschön. Dankeschön.